Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Enshrouded. Und zwar, ich glaube, Folge 14 jetzt mittlerweile. So, wir hatten ja in der letzten Folge diese Warte. Ich glaube, das ist die da hinten, die wir da sehen, ne? Das müsste die sein, ne? Ja. Ja, dann können wir da hinreisen. Und dann müssen wir, glaube ich, nur runterspringen. Und dann sind wir bei deinem ewigen Zauber-Quest, damit du da... Ewiger Zauber, dann brauchst du, glaube ich, keine Munition mehr, ne? Dann hast du den immer, oder was? Ich vermute mal, ja. So hört es sich an. Okay, soweit ich weiß, ist das hier unten. Im Miasma aber. Ja, das ist doch nice. Pass auf, hast du so einen Trank für... Warte mal, hab ich die mit? Sonst gebe ich dir. Jetzt hast du sie auf jeden Fall in deinem Inventar. Ja. So, dann nehme ich einmal noch Fleisch. Ja, gut, und dann vielleicht Ausdauer noch hinterher. Ja. Ja, gut, und jetzt heißt es nur nicht in dem rote, in der roten Suppe landen, ne? Oh, 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 oh. Dann, oh, oh, oh. Klingt immer nicht so gut. Stamina immer ein bisschen. Pass auf, ich lande erstmal hier irgendwo, ich weiß nicht. Man sieht das rote Zeug da nicht immer so. Und rechts war eh ein Turm, glaube ich, ne? Ja, ja, wir müssen da auch nochmal gucken gleich. Wo bist du denn? Ach, du bist da unten gelandet. Ja, wir brauchen eben erstmal Flüssigkeit, deswegen können wir hier. Yo. Ja, dann diese, diese komischen großen Balls. Also 7 Minuten habe ich. Ich habe noch 7 Minuten 25. Ah. Location above. Oh. Ja, ich komme sofort dazu. Ich sammle erstmal nur diese Flüssigkeit. Ein. Oh, oh. Ah, ist das hier ein Grab? Ja. Oh, da bist du. Ah, guck mal. Nice. Oh, hier ist Metallschrott drin. Und Metallplatten. Oh. Oh. Okay, die sind wir mit einem Schlag sind die down. Oh, davon ist ein Typ. Die sieht cool aus. Oh. Hier hoch. Hier? Ja, geht da. Ich glaube, ist bestimmt gleich, oder? Ja. Ja. Oh, da ist ein Typ. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, der Zauber, der macht ordentlich Damage, ne? Aber das ist dann so einer, der Munition kostet. Oh. Das ist, ja, aber jetzt habe ich noch, es kostet 3 Skill Points, bin aber ein Pyromaniac. Ah. 20% mehr Fire Damage. Okay. Oh. Ewiger. Eternal Iceberg. Hast du genommen? Die habe ich genommen. Die Ringe können wir mitnehmen. Gib mir auch mal diesen Zauber. Also schenk mir den einmal, weil ich glaube, ich brauche den einmal im Inventar, weil die Aufgabe ist bei mir noch nicht erledigt. Jo, jetzt habe ich auch. Okay, ich gebe ihn dir wieder zurück. Ja. Eine ewige Version des Eisbolzens. Ah, okay. Ja, also brauchst du jetzt, kannst du jetzt immer den Eisbolzen machen, ne? Was habe ich jetzt hier? Ja, und die macht sogar mehr Damage, weil die Eisbolts machen normalerweise mal 26. Also ich habe schon so einen Lebensraub.
Ach, der macht auch mehr Damage? Ja, 35. Nice. Also, ich habe schon so einen Lebensraub-Zauber. Habe ich auch. Und wir haben einen in der Bank. Okay. Übrigens, wir sind die ganze Zeit im Miasma, ne? Oh, was ist das? Warte. Oh, shit. Okay. Noch 3 Minuten. Weiß ich schon mal. Also wir sind fett im Miasma drin. Jo. Wo geht es raus? Wir kommen erstmal zu dem Turm. Ja. Wo ist der? Weil hier diese sieht mir Richtung aus. Weil hier sieht mir das aus, als wenn. Ich folge einfach dem Weg, der wird mich schon hinführen, oder? Ich kann hier nichts erkennen. Ich versuch noch ein bisschen von den Liquids mitzunehmen. Hier ist der Turm. Hey. Da bist du. Okay, hier sind Gegner. Und irgendein Gegner ist am Boden gebackt. Ich habe noch 2 Minuten 50. Oh, hab keine Mana. Aber okay. Wir looten die trotzdem. Warte, ich hoffe, da oben ist kein Miasma, weil hier sieht das so aus, als wenn da oben ein Stückchen nicht Miasma wäre. Auf dieser Karte. Komm rein. Nicht her. Was ist das denn? Okay. Jo. Stimmt. Nice. Ja, ne, das ist, du siehst ja auf der Karte so den Nebel. Und ich glaube, da hinten war auch noch ein Berg, wo. Oh, hinter dem. Oh. Kommt die her? Okay. Warte, ich schau mal hier unten, ob hier irgendwas ist. Okay, hier ist glaube ich nur dieses Miasma-Pilzzeug. Okay, hier geht auch noch eine Treppe runter. Da war noch ein Enemy draußen. Hier ist noch ein Tor. Oh, 2 rostige Schwerter, das bringt auf jeden Fall Ruhen. 13. Oh. Oh, eine silberne Truhe. Eine silberne Truhe? Ja. Okay, der sollte bestimmt nicht runterfallen. Da. Ah, du bist so. Ich habe ja auch noch eine Truhe. Wieder ein. Okay, ich habe sengenden Zauberstab für Melee, also für mittlere Range. Mid-Range. Boah, ich darf hier nur nicht runterfallen. Wie komme ich denn runter? Da. Warte mal. Da. Jo. Ja, hier hast du den. Der was ist, der ist episch. Upsi. Duana, Duana. Nein, es ist immer noch besser.
was ich habe. Okay. Fire Magic, ja. Ice Magic. 5 Damages Mana, ja. Also die Salvage. Also auch nicht, wenn du den verbesserst? Nein. Ach so. Okay, also vergeistest schon die Werte, wenn du ihn verbessern würdest, ne? Mhm. Und die sind genau gleich. Und die Legendary macht 2 Damage mehr. Okay. Warte mal, wie viel Miasma-Flüssigkeit hast du? Ich habe 65. 43. Ah, das reicht. Die Frage ist, was machen wir denn überhaupt jetzt noch für einen Auftrag? Eine Geschichte der Fäulnis, Schreinerassistenz. Der Alchemist ist davon überzeugt, dass es in einer weiteren Krypta der Bauer Überlebende gibt, die mit dem Bau der Basis und Stauraum behilflich sein könnten. Okay, wo ist diese Aufgabe? Woche, was ist das? 3, 4, 5. Oh, der scheint ganz in der Nähe zu sein. Warte mal, das ist... Ja, was heißt Schreiner auf Englisch? Schreiner, Arthur. Das ist ja Aufgabe mit so einem Reagenzglas, quasi wie so ein Reagenzglas. Ah ja, die, ja. Da gibt es dann wohl Schreiner. Was heißt Schreiner jetzt auf Englisch? Alchemist. Meinst du? Nee, der Alchemist. Sorry. Nee, Carpentry. Carpentry, okay. Wir können ja eigentlich zu der Warte springen. Also Schnellreise zu dieser Niederauen-Warte. Und von dort dann dahin springen. Also ja, fliegen. Aber wir müssen da hinlaufen, ne? Ich kann von die Tower hier nicht. Geh nach oben im Turm. Oh, im Nebel kannst du nicht schnell reisen. So. Eigentlich brauche ich das nicht. Kommt weg damit. Und dieser 3, ich lösche den, ne? 3% Lebensraub, legendär. Ich habe davon insgesamt 3 Stück jetzt mit. Ja, Selfish die. Ja, mach. Ja, nee, leider kann man die nur löschen. Die geben keinen. Ah. Aber bei legendär fragt er zumindest, ob du wirklich sicher bist. So, wo ist jetzt unser Auftrag? Irgendwie in diese Richtung. Boah, echt könnte ich das nicht, ne? Ich habe in echt ja so Probleme mit der Höhe, ne? So. Okay, let's go. Du weißt doch gar nicht, wohin. Ja doch, wir haben doch gemarkert. Ja, 160 Meter. Ah, da ist, ich sehe den Standort. Jetzt wird er mir angezeigt da hinten. Ist das hier eine Höhle oder? Nee, ist nicht. Krypta der Bauerschreiner. Wir müssen bestimmt außen rum. Vermutlich, ja. Guck mal, hier ist auch wieder Feuerstein. Ah, hier. Auch ganz viel. Ah, nee, das ist ein Refugium der Flamme. Okay, da waren Funken drin. Geht nicht weiter, ja? Nee. Nee. Oh, müssen wir in das Miasma wieder rein? Oh, 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 oh. Nee, er sagt Location above. Ja, vielleicht aber also, vorbei hier. Wie kommen wir hoch hier? Ey, sieht aber auch stark aus. Standort oben. Das habe ich ja auch.
Pass auf, ich gehe mal rein hier, ne? In die Suppe. Mhm. Hier ist ja auch irgendeine. Ah, vielleicht kommen wir auch hier hoch. Hier? Oh, nein, nein, nein. Wow. Hier. Oh. Warte, ich. Boah, hatte ich Glück gehabt. Ich musste mal kurz aus dem Miasma raus. Oh, shit. Oh, da ist ein Enemy. Oh, ich bin tot. Wie stark ist der? 7, aber. Ich dachte, ich mach meinen Fireball. Iceballs. Die Iceballs? Jetzt muss der Mini wieder regeln. Oh, der macht aber Schaden. Da kommt noch einer. Die machen ordentlich Damage. Ja, aber jetzt kriegt er meinen legendären Angriff. Warte, wo bist du denn da? Guck mal, muss ich den schwachen Zauberer wiederbeleben, wa? Ja, nicht mal die Fireballs. Egal. So. Das Essen. Die ist die Frage, wie kommen wir jetzt hier hoch? Das wird da. Ja, das ist das. Wir müssen nur irgendwie hier hoch. Na, komm, komm, komm. Okay, ich bin. Oh, oh, oh. Vielleicht soll ich leben, ne? Ja, tot. Jo, ja, so gut. Machen wir das. Oh, 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 ich krieg hier noch mal irgendeiner auf. Ach, von oben? Jo. Ah, jetzt frisst er hier noch die Beeren. Ey, was macht der denn, ey? Oh. Ist er. Ich guck hier vorne noch mal. Aber hier vorne ist, glaube ich, nichts. Ja, doch, so eine Flamme, wo man wiederbelebt werden kann, glaube ich. Ne, sonst ist sie. Oh. Ups. Okay. Ja, ah, hier ist mal ein Restset. Oder? Was macht er jetzt? Das hört sich gut an. Ne? Ich weiß, das hört sich nach Krabbeltier an. Das sind wieder die Kleinen, wa? Die tot? Okay, okay, okay. Oh, oh. Okay. Ey, keine Ahnung, ey. So viel Krabbeltier hier. Ich glaube, ich habe ich. Ach ja, ich habe die genommen. Ne? Ich habe die Fähigkeit, wenn ich den Gegner töte, dann kriege ich Miasma-Zeit. Ja. Hast du die auch genommen? Glaub nicht. Nee, weil das ist in der Warrior. Flexibel, in der flexibel sein. Ja. Ich hab schon. Heutzutage kannst du auch Warrior skillen und dich als Zauberer fühlen. Das hier ist doch noch so ein Nest hier. War es das jetzt endlich hier? Okay. Wo geht's hin? Ja, ich glaube hier lang. Warte mal, ich muss mal irgendwie. Ich habe hier Angst. Okay, geht's runter. Oh. So. Oh, du machst ordentlich Damage wieder, ne? Oh. Die Fire Spells machen wirklich Damage.
Hoffe, da ist so ein Eternal Firewall. Ja, das wäre nice. Ey, die hat eine Miasma-Seele bei sich. Hast du die andere auch gelootet? Nee, wo ist die andere? Hä? Ich hab doch jetzt hier die Leuchtfeuerpfeile. Bringen hier gar nichts. Oh, was ist das denn da? Hab noch 2 Minuten. Ja, okay. Sollten wir Gas geben oder du gehst. Oh, hier. Was ist das? Was ist das? Was? Hier leuchtet was. Ah. Oder du gehst nochmal raus, Stone. Ich weiß nicht. Warte. Ja, ich geh mal hoch hin. Oder ich belebe dich gleich wieder. Was ist das? Ich möchte das haben, verdammt. Nimm mit. Ja, kann ich nicht aufheben. Nur das sieht wie geilster Shit aus. Was ist das? Restore time. Oh, hier liegt noch einer. Ja gut, scheint nicht so besonders zu sein. Oh. Jo. Okay. Warte mal, ich kann Bomben werfen. Reicht das schon? Oh, ja. Oh, hier ist wieder so eine. Oh, shit. Shit, 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 shit. Wo ist sie? Hier ist er. Hm? Ah, da ist er. Okay. Wie viele Minuten hast du noch? 2:53. Okay. Warte mal, ich habe da unten was gesehen. Ich habe ja noch 4 Minuten. Ich gehe noch einmal. Ah, okay. Ich gehe noch einmal runter. Sonst kümmere du dich erstmal darum, dass du hier auch rauskommst aus der Suppe. Weil hier vorne habe ich auch so einen Stein gesehen. Und eine Brücke rüber. Oh, warte mal. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ja, warte, ich glaube, komm da an der anderen Seite raus. Oh, hier ist ein Durchgang. Oh, Silberntruhe. Oh, oh, shit. Oh. Bist du schon wieder tot? Nee, 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 bin runtergefallen. Okay. Warte, machen wir hier raus. Schade. Jetzt habe ich auch nur noch 3 Minuten. Das Ding ist ja, wenn du im Miasma bist, kannst du nicht schnell reisen, ne? Ich bin raus. Oh, nice. Oh, du bist da lang gegangen? Ja, wie wir gekommen sind, sag mal. Okay, ist glaube ich nicht so lang. Ich hoffe, ich komme hier raus. Ja, ich bin auch raus, ich bin auch raus. Ja, wir können uns jetzt eigentlich zu Hause treffen, ne? Ich sehe diese komische Hütte und die Ruine, wo wir gestern Nacht waren. Da sind noch ein paar Wölfe. Okay, dann treffen wir uns zu Hause.
So. Ach, Beschwörungsstab, ne? Und dann kann ich direkt mal den Typen, obwohl jetzt wird langsam eng hier drin, ne? Den da. Ey, die haben alle ein Ausrufezeichen. Was hast du denn? Was ist das hier? So, der Schmied sagt, Ark, wo ist sie nur? Sie war genau hier, meine Ausrüstungstruhe. Ich brauche sie für meine Arbeit, aber sie wurde geklaut. Ich sag es dir, jemand hat die ganze Truhe mitgenommen. Frag doch mal nach, ja? Irgendjemand hier ist ein dreckiger Dieb. Okay. Und der Alchemist sagt... So, noch ein freundliches Gesicht. Eine hervorragende Ergänzung für unsere Gemeinschaft. Sagt er zum Schreiner. So. Mein treuer Mörser ist verschwunden. Ich vermute, er befindet sich tief in meinem Turm nahe Distelsalm. Bitte finde ihn für mich. Ich werde damit zu noch größerem in der Lage sein. Okay. Ja, für Insektenstaub, Leuchtstaub und so weiter braucht er eh den Mörser. Mhm. So, und der Schmied, der Schreiner hat Flammenblut. Ich erkenne diesen Blick. Wir teilen eine Leidenschaft, nicht wahr? Architektur. Kunst, Grabraub, ich meine vergessene Schönheit bewahren. Es wird gemunkelt, dass unsere Königin neben ihren Kuriositäten begraben wurde, obwohl niemand weiß, wo. Jetzt hat die Dame wohl keine Verwendung mehr dafür. Sie ist ja tot. Ha. Warum also nicht auf Entdeckungsreise gehen? Okay, Schreinerlager. Du hast mein Lager in der Nähe von Morvena gefunden. Beschaulich, oder? Wir haben versucht, dieses Land bewohnbar zu machen. Wunderbare Seen und eine tolle Aussicht. Aber als wir uns niederließen, wehrten sich die wilden Tiere vehement. Schließlich gaben wir unsere Bemühungen auf. Die Welt war bereits im Begriff, auseinanderzufallen. Da habe ich beschlossen, die Flammenkrypta zu betreten. Nicht nur um die Gegenwart zu retten, sondern um die Zukunft aufzubauen. Okay, und das Letzte. Weißt du, Flammenblut, ich habe geholfen, Morvena zu bauen. Und ich habe sie nach meiner friedlichen Tante benannt. Ich habe hier in der Gegend tatsächlich schon viele Städte gebaut. Schon mal von Diadwin gehört? Ich glaube, ich habe dort einige... meiner Fachwerkblöcke zurückgelassen. Warum siehst du nicht mal nach? Wer es findet, dem gehört's. Mein Gott, der hat nur was zu erzählen die ganze Zeit. Du hast meine Notiz gefunden. Ja, ich zähle mich seit langem zu den Besten, obwohl meine Tante Brelin der anderer Meinung wäre. Natürlich haben große Künstler eine Signatur, um ihre Werke zu kennzeichnen. Meine ist eine Truhe, die ich auch im Fundament der Brücke von Brelin hinterlassen habe. Direkt am mittleren Pfeiler. Und trotz meiner Bemühungen hat es noch immer niemand bemerkt. Boah. Eine Ausrüstungstruhe? Nicht so laut. Ja? Ja, ja, ich habe sie mir ausgeliehen. Wollte ein paar alte Projekte zu Ende bringen. Weißt du? Aber, wenn du es dem alten Oswald erzählst, verliere ich vielleicht noch meine andere Hand. Ach, stimmt, der hat so eine Hakenhand. Hör mal, ich sage dir, wo du sie findest. Und du sagst gar nichts. In Ordnung? Boah, okay. Was hat der jetzt? Ein Brennofen? Haben wir nicht schon einen Brennofen? Okay. Ich dachte, ja. So, er hat Betten, Tische hat er. Okay. Steinfeuerstelle, die haben wir doch auch schon. Stühle, Bänke, Badezimmer, Lichtquellen. Okay, was hat er denn neu? Hier so ein Kronleuchter, was? Jo. Badezimmer. Der hat jetzt auch eine Toilette und eine Badewanne. So. Fenster, Regale. Leitern. Geheim. Der hat Geheimtüren. Geil. Okay. Jetzt mal zu folgendem. Ich gehe erstmal kurz hier zu den ganzen Dingern und lass mal Loot hier. Und dann. Jo, jetzt müsste das genug mir erstmal Flüssigkeit sein. Damit ich jetzt die Truhen machen kann. Ne? Was ist das? Warte mal, ich gehe mal auf mein Schwert. So, das. Okay, und hier ist das Ding. Stauraum. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Oh ja. Jupp. Und jupp, und ja, passt das noch dahin, weiß ich, oder?
bekommen. Auch wenn das jetzt nicht so ganz... Nehmen wir einfach mal damit. Oh, shit. Nein. Nein. Okay. So, jetzt aber nochmal. Die steht nicht richtig. Wir können noch keinen Mörser machen, ne? Mörser? Ja? Nee, den müssen wir von ihm holen. Das ist eine Quest jetzt. Davon hat er gerade erzählt. Wir müssen irgendwie seinen Mörser holen. Okay, nice. So. Also wir haben jetzt um einiges mehr... wir müssen gleich im Off... Sortiere ich mal die Kisten. Oh, nice. Nice. Ja, doch, das brauchen wir auch, glaube ich. Ja, doch, das brauchen wir. Ne, wir haben noch keinen Brennofen. Was braucht er denn? Lehmklumpen? Wir haben noch nie Lehm gefunden, ne? Nee. Nee. Und was hat er für einen Gleiter? Fortgeschrittener Gleiter hat er. Dafür brauchen wir Leinen, Miasmasack und so weiter. Ich mach einmal Reset. Gleich ein Mob von meinen Skills. Ach, willst du umskillen? Ich muss 3 Skillpunkte vergeben in Reduktion von Half-Time. Also First Half ist es dann 50% schneller. Also du gehst jetzt voll auf Zauberer, ne? Oder gehst du auf Kampfmagier? Kampfmagier / Healer. Ah, diese beiden Pfade hier. Mhm. Ja. Teleportangriff. Das Teleportieren in einen Gegner löst eine Explosion aus. Das ist aber auch nice. Wo habe ich jetzt die Punkte verteilt? Ich habe die jetzt in Ausdauer reingebracht, in diesen Sprungangriff. Ich habe 3 Punkte über. Oh, es gefällt mir auch. Man kann wirklich viele Kombinationen machen. Ja. Und so, ja, ist cool. Wollen wir. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch einen Ausdauerpunkt... Ja komm, ein Ausdauer, weil die ist eh immer low. Steinmetz? Die Spitzhacke verursacht 30% mehr Schaden gegen Steinobjekte. Ah, vielleicht mache ich auch erstmal den inneren Ring hier. Statt 6, gut ausgeruht. Komm, ich mach mal Steinmetz. Alles klar. So, dann würde ich sagen, dann war es das mit Folge 14 erstmal. Wir werden jetzt im Off ein bisschen die Kisten sortieren. Ne, damit wir hier eine grundlegende Ordnung irgendwie haben. Weil, ja, machen wir mal. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Bis zur nächsten Folge. Und über Like, Abo und Kommentar würde ich mich freuen. Ciao, ciao.